Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Contractville. Wir haben das letzte Mal hier das Badezimmer gemacht. Ist im Grunde jetzt halt mal ausreichend dekoriert. Das Einzige, was ich jetzt festgestellt habe gerade, ist, dass ich vergessen habe, den Jalousie. Jalo, kann ich das so eingeben? Ja. Dass ich den hier nochmal bestelle. Die habe ich ja alle in Saphir oder wie auch immer gemacht. So, von daher schmeiße ich mir den jetzt gleich mal auf den Warenkorb, dass wir das auf jeden Fall gleich mit drin haben, dass ich das nicht vergesse. So, dann würde ich mich gerne um, was haben wir hier? Ein Lagerraum. Genau, wir kümmern uns um den Lagerraum. Also wir brauchen Schrank. So, gucken wir mal. Schrank. Setz mal zurück. Reservoir, Toilette, Toilettenpapier, Handtuch, Seife. Warte mal, gibt es hier auch sowas wie so ein Metallregal irgendwie? Nee. Hier, das da. Harry Bücherregal. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich würde sagen, dass ich das jetzt einfach mal so in den klassischen Farben mache. Ich würde das gerne in glänzend haben wollen. Komisch. Naja, gut. 4 Stück. Deckenleuchte. Deck. Da haben wir da unten noch welche stehen. Deckenleuchte, Beleuchtung. Was bist du für eine? Was bist denn du für eine? Tun wir mal weg. Ich weiß jetzt nicht, ob die. Nee. Ob das jetzt alle drei die gleichen sind, aber ich glaube ja. Nee. Ja, das sind identisch, aber es macht ja nichts. Das macht ja nichts. Ja, den Karton an die Decke hängen, das kannst du noch nicht. Wer weiß, ob das überhaupt kommt. Lichtschalter haben wir ja schon. Das heißt, wir können das jetzt halt hier schön vorbinden. Dann machen wir natürlich auch hier gleich die Intensitätseinstellung. Zzt, runter. Und ich würde sagen, dass wir hier auch ins Bläuliche gehen vielleicht. Passt doch. So. Dann Lichtschalter haben wir, Deckenleuchte haben wir, Vorleger. Also wir bräuchten hier irgendwie wahrscheinlich einen langen Teppich, vermute ich mal. Warte mal, finde ich da was unter Vorleger? Ein vorgelegter, langer Teppich, großer Teppich, mittelgroß, rund, tapmat. Ich würde mich in dem Fall mal auf diese Teile hier stürzen. Ich hoffe jetzt mal, dass das passt. Das ist jetzt ein mittelgroßer Teppich. Ich hoffe jetzt einfach mal. Wir können ja noch einen anderen vielleicht noch mit reinnehmen. So einen quietschbunten noch. Ja. Und dann brauchen wir eben noch Dekorationen. Das war, glaube ich, ganz... Oh, warte mal. Weil ich gerade hier Vorhänge sehe. 1, 2, 3... Gardinen, Vorhänge für einzelne Fenster. So, das ist doch ganz nett. Und da es das Lager ist, machen wir das in Grau. Hey, schauen wir mal, was wir hier vielleicht noch für eine hässliche Farbe finden. Das haben wir schon mal gehabt. Das haben wir schon mal gehabt. Jawohl, machen wir doch mal das. So, Bar und Ringe, würde ich sagen, machen wir in glänzend dunkelgrau, ne, schwarz. Schwarz. In die Mitte vielleicht auch in einem Stoff. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Ja, hier sowas Grieseliges in Avocado. So. halt, bestellen solltest du das Zeug auch. Wir müssen ja sowieso
immer die Versandkosten zahlen. Also insofern kann ich das Zeug auch einzeln bestellen. Und ich muss ja eh immer runterlaufen für einen, zwei oder drei oder vier Kartons. So, was haben wir denn da? Vorhänge? Vorhänge. Ich würde mir wünschen, dass man irgendwie von der Skillung her dann mal mehr machen könnte. Jo, das schaut doch nach Lager aus. Also, dass man mehr tragen könnte, nicht nur vier kleine, zwei mittlere oder ihr wisst schon, was ich meine. Vorhänge und der mittelgroße Teppich. Und der mittelgroße Teppich ist mittelgroß. Wen wundert's, ne? Renn halt nicht ständig gegen die Wände. So. Den können wir ja dann hier einfach mal mitten rein platzieren. So, dann haben wir hier noch das Fenster. Ihr wisst ja, dass ich vorproduziere. Also solltet ihr in Bezug auf meine Frage bezüglich Hausflipper geantwortet haben, dann sage ich jetzt schon mal Danke. Ich weiß bloß nicht, was ihr geantwortet habt, weil ich ja wie gesagt vorproduziere. Jawohl, das zählt als Regal. Dankeschön, Dankeschön. So, die Dinger sind bloß leider immer eins. Aber für einen Lagerraum ist es doch, glaube ich, ganz okay. Die wären auch fürs Büro in Ordnung, ne? So, die stellen wir die aneinander. Könnten wir machen, ne? Wir können dann einfach noch ein bisschen Humbug reinstellen. Lass mich. Zack. Also, das ist ja ein Lagerraum, ne? Da kann man ja alle möglichen Sachen reinknallen. Schauen wir dann nochmal wegen Kisten und sowas, was wir dann vielleicht reintun. Dann könnten wir im Grunde auch ein paar Möbelkartons reinstellen. Ah, ich habe vier gekauft? Okay, ich dachte, ich hätte jetzt drei gekauft. Ist in Ordnung. So, ich hoffe, ich flitze euch nicht zu sehr rum. Aber warum soll ich langsam machen, ne? Vor allem ist es jetzt ideal gewesen gerade, so vom Einrichten her. Jeder Part, ein Raum. Eigentlich ideal. Wäre ich jetzt halt noch zusätzlich zum Möbelhaus gefahren, dann wäre jede Fahrt, halt, das war Badezimmer, dann wäre jede Fahrt schon alleine ein Part gewesen, ne? Ah, der gefällt mir aber auch. Können wir den da vorne hinlegen? Schieben wir mal so nah ran, wie es möglich ist. Oh Mann. Und dich nochmal ein Stück hinter. Muss ja nicht hundertprozentig sein. Doch, gefällt mir schon. Gefällt mir schon. Gefällt mir schon. Dann schauen wir mal wegen Verschiedenes. Ja, das dachte ich mir, dass da noch nichts dazu gekommen ist. Kost für Mülleimer. Lampen. Stellen wir mal in Lohn einen Spiegel. Dann genau ein Weltkegel. Ein Lustorb Stern. Chico Kerze. Das Zeug muss ich halt dann nur transportieren wieder. Ne? Jedes Drum, was ich hole, muss ich dann wieder irgendwie separat transportieren. Bilder weiß ich nicht. Nehmen wir mal das große da. Also ich vermute mal, dass das große ist, das da. Genau,
genau. Wir bestellen uns mal noch einen 3D-Drucker und so ein Wasserwerkzeug. Ich möchte auch mal sehen, wie das ausschaut. Und so ein Good Vibes in Grün. So, machen wir ihn einfach mal. Wird schon passen. Nee, bleib bitte hier. Danke. So. Na toll, hast du wieder eine ungerade Anzeige gekauft, ne? Aha, der 3D-Drucker ist doch relativ groß, ne? Der würde eigentlich ins Büro ganz gut passen. Schauen wir mal, ob der ins Regal passt. Nee, passt er nicht. Insofern stellen wir ihn einfach mal hier so her. Zack. Es ist ja rumbel. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das ein bisschen größer ist. Das ist ein Wasserwerkzeug. Das ist ein Druckreiniger. So mini irgendwie. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen größer. Also ich hoffe ja auch mal, dass die das irgendwie, keine Ahnung, dass man das in drei verschiedenen Größen oder sowas bestellen kann. Das wäre auch schon mal was, ne? So. Okay. Ich hoffe, dass das hier zählt im Raum. Ne. Das zählt als Verschiedenes, okay. Das schaut auch so aus, als wäre es am Kopf. So. Haben wir noch ein großes. Ein Riesenkarton und dann kommt der Globus raus und das ist nicht einmal ein Viertel der Schachtel. Naja, gut, das ist der Rest ist Verpackungsmaterial, ne? So, das zählt aber wenigstens als Verschiedenes. Und Dekorationen steht hier noch drei Stück. Also, was waren das, wenn ich jetzt halt keine. Wenn ich Dekorationen. Schauen wir mal. Spiegel. Also ich habe eine Dekoration hier drin. Kerze. Okay. Keine Ahnung, dann schauen wir mal. Deko. Genau, wir bestellen jetzt eine Pinnwand. Notizbuch. Wir stellen eine Trommel hier rein und machen so ein Ding hier an die Wand. Wir machen zwei Platten. Die Ding hier, die Klaviertasten. Das Ding hier in Gold. Keine Ahnung. Glas in Lila. Licht in Rot. War mir gar nicht klar, dass ich das anpassen kann. Dann bestellen wir noch Vasen, einen Kaktus, eine Stehblume, eine Tischplatte, so eine Kugel. Das ist nochmal eine Tischplatte, wunderbar. So ein Korb, solche Teile da. Ich weiß, es wird jetzt dann ein bisschen viel, ne? Haarpflege, Wanddekoration, Rot, Weiß. Nee, warte mal, wir machen Rot, Gelb, Grün, Rasterfarben. So. Ein Kühlständer, ja wunderbar. Also ein Billardtisch, der wird nimmer reinpassen. Ich bin nur auf Deko gegangen und habe so viel von dem Zeug hier.
komisch, ne? So. Schauen wir mal. Da ist bestimmt was dabei, was Deko ist, oder? 25 Teile, irgendwas wird schon dabei sein. Ordner. Steht als Dekoration. Schauen wir mal, ob die Ordner als Dekoration zählen. Nein, also Ordner zählen nicht als Dekoration. Insofern können wir die dann fürs Büro nehmen, ne? Weil da brauchen wir auf jeden Fall irgend so ein Zeug. Bei mir geht es bloß darum, dass ich ins Lager jetzt halt quasi eine Deko reinbekomme, dass das abgehakt ist. Ich schaue trotzdem, ob die einzelnen Ordner vielleicht als Deko zählen. Das könnte ja sein. Wenn nicht, dann. Nein. Dann stellen wir sie auch hier mit rein. Ja, dann wird der auch nicht zählen. Mach halt mal dein Licht an. So, taghell. Ordnerdekoration. Also die Ordner können wir auf jeden Fall dann gleich fürs Büro natürlich nutzen, ne? Wunderbar. Da werde ich wahrscheinlich auch die Regale nehmen, die ich jetzt da habe. Weil die finde ich nicht schlecht. Nochmal Ordner. Wie viele Ordner hast du gekauft? Braucht doch kein Mensch. So, was haben wir hier? Der Kühlständer. Und eine Wanddekoration. Das ist dieses da, was ich in Rot-Gelb-Grün bestellt habe, aber was jetzt halt gar nicht Rot-Gelb-Grün ausschaut. Gucken wir mal und. Okay, es zählt auch nicht als Dekoration. Ja, finde ich ja hervorragend. Wenn da steht Dekoration, du machst Dekoration rein und es zählt nicht. Ich weiß, ich müsste das Ganze mal auf Englisch umstellen. Schauen wir mal, ob der Kühlständer jetzt als Dekoration zählt. Wenn nicht, dann stellen wir hier einen Billardtisch hin. Ups. Ne, zählt auch nicht. Zählt auch nicht als Deko. Jetzt wüsste ich gerne, was jetzt halt als Deko zählt hier. Dann können wir das daher machen? Ne, wahrscheinlich nicht wegen der Gitarre. Ich stelle mir jetzt einfach mal daher. Schade, dass man das nicht an die Wand hängen kann, ne? Wo es ja eigentlich dafür vorgesehen ist. So, dann haben wir hier eine Tischplatte. Aha. Tischplatte ist, sind die Ablagekörbe. Zählen auch nicht als Deko. Dann können wir das auch gleich ins Büro packen. Sonderangebote ansehen. Ja, das ändert sich eh nie. Irgendwie sind immer Betten und Kloschüsseln. Das ist. Weiß jetzt nicht. Wo kann man das? Nee. E-Mails, E-Mails, E-Mails. Hier, E-Mail. Sonderangebote. Sofa-Sessel, Bett, Doppelbett. Doppelbett, Sofa-Sessel, Doppelbett, Doppelbett. Sofa, Doppelbett, Schublade, Nachttisch, ist immer das Gleiche. Also hier ist irgendwie nie mal was dabei. Also auch immer Werkzeug, Farbeimer, Werkzeug, Gipseimer, eigentlich immer das gleiche Zeug, ne? Das ändert sich nicht. Löschen. So, geht da wieder drauf, raus. So, was haben wir als erstes? Das Ding hier. Na gut, vielleicht zählt ihr das als Deko. Na, lass mich laufen. Lass mich laufen. Nee, R. Auch nicht Deko.
Halt. Oh, triffst du die Tür nicht? So, was haben wir hier? Das ist dann das gleiche wahrscheinlich. Das auch. Vielleicht das da? Ist das Deko? Lass mich rein. Nee, R? Das ist auch keine Deko. Was ist denn dann hier Deko? Das Ding ist auch keine Deko. Ist das da Deko? Weil normalerweise müsste ja dann quasi das Ding verschwinden. Irgendeine Dekoration habe ich. Ist das dann Deko? Ne, das ist auch keine Deko. Warte mal, ist das Good Vibes vielleicht Deko? Das kann doch nicht sein, oder? Der Vorhang kann es ja auch nicht sein. Kann es das sein, dass das das Regal ist, aber durch das, dass ich das viermal gezählt habe, es zählt aber nur eins? Naja. Ich glaube, ihr habt es mir schon, sogar schon mal reingeschrieben in die Kommentare, dass da was anderes damit gemeint ist. Ist ja egal, also wenn ich es jetzt ja nicht hundertprozentig hinbringe, dann ist es halt einfach so. So, eine Kugel. Nochmal ein Table. So. Wunderbar. Da haben wir Vasen. Vasen sind doch auch Deko. Ja, ist bestimmt irgendwas anderes gemeint. Mal stellen wir das da oben hin. Ach, das soll eine Uhr sein. Okay. Aber das hat jetzt als Deko gezählt. Okay. Also eine Uhr ist eine Deko, ein Spiegel nicht. So, wir haben noch hier vier kleine. Und dann haben wir noch drei große. Oh, da haben wir so einen Notenschlüssel. Was bist du? Ach so, ein Notizbuch. Ich kann das nicht da reinlegen. Hier kann man nichts platzieren. Siehst du, das hätte ich eigentlich von hier, glaube ich, wegnehmen können, ne? Du bist auch keine Deko. Was haben wir jetzt da noch? Klaviermalerei. Da hätte ich jetzt gedacht, das wäre vielleicht so groß wie der Notenschlüssel. Notenschlüssel hätte ich mir sogar größer vorgestellt. Aber nee. So, wie gesagt, das ist der Abstellraum. Da packe ich jetzt einfach nur mal ein paar Sachen rein. Die Trommel. So, ich meine, klar, das ist eigentlich Musikinstrument, das kann keine Deko sein. Die passt wenigstens von den Proportionen auch mit dem Karton, ne? So, dich noch. Pinnwand. Schauen wir mal, ob das als Dekoration zählt. Nein. Okay, also die Uhr hat gezählt als Dekoration. Dann warte mal.
warte mal. Gaming-Zimmer. Badezimmer, Schlafzimmer. Wir gehen nochmal auf alle und schauen einfach mal hier unten. Boxsack. Können wir einen Boxsack kaufen? Ein Stangengestell. Jawohl, kaufen wir auch mal. Die Monkey Bar. Achso, das ist das Ding, wo man dran. Pulldown. Okay, Fitness, Ranglicht. LED-Deckendekoration. Das da muss doch als Deko zählen, oder? Was ist jetzt da? Körperkieferlicht? Hä? Ist noch nicht gefixt, aber das wird noch kommen. Man, die haben echt viel zu tun bei dem Spiel, ne? Also ich kann mir die Programmierung nicht leicht vorstellen, bei so viel unterschiedlichen Sachen, die man hier machen kann. Es wird sowieso bald so sein, dass ich dann eine Pause einlege von dem Spiel. Man macht das so. Ja. Und dann quasi mal abwarten, bis mal ein größeres Update kommt. Also stellt euch da schon mal drauf ein, ne? Und nicht böse sein. Also das Spiel braucht einfach mal eine Pause, weil da einfach noch sehr viel gefixt werden muss. So. Wo hat man seine Fitnessgeräte? Natürlich entweder im Keller, unterm Bett oder im Abstellraum. So. Ja. Ein Boxsack, den du nicht an die Decke hängen kannst. Das ist doch mal toll. Der Boxsack, der steht am Boden. Subi. Okay, warte mal. Packe mal das Ding nochmal ein. Ja, also dieses Teil zählt als Deko-Gegenstand. Ich weiß jetzt natürlich, ich mache jetzt halt mal noch eine Uhr. Uhr. Das da. So, einfach Kiefer. Details. Maiswatte. Ne, bleib hier drin. Ich drücke immer auf Escape. Das zählt doch bestimmt als Deko, oder? Yay, endlich. Okay, damit ist der Abstellraum fertig. Ja, etwas chaotisch, aber es ist halt einfach ein Abstellraum, ne? Ist schon in Ordnung. Da könnte man auch den Schreibtischstuhl eigentlich reinstellen, den wir da haben. Aber das passt schon. Ja, oder dann eben später die Bücher, die wir da noch haben. So, da könnte ich die zum Beispiel mir vorstellen, dass ich die da hinlege, ne? Dass dann das Buch hier so schräg drauf liegt auf dem Regalbrett. Aber das geht nicht. Kannst du die einfach hier in die Ecke packen? Das geht auch nicht. Auf dem Boden kann man nichts platzieren. Kann ich das hier dazwischen platzieren? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Es wäre echt schön, wenn das gehen würde. Aber es geht nicht. Naja, gut. Alles klar, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.